Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial und ich zeige euch heute, wie man auf Android, ich glaube, das geht ab der 4.4er Version, ihr könnt es auch auf älteren probieren, ich weiß nicht, ob es da klappt, bis zur 5.1.1 neuesten Lollipop Version. In diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr euren Bildschirm aufnehmen könnt, ohne dazu Root zu brauchen und einfach einen PC, euer Phone und was ihr noch dazu braucht, das zeige ich euch hier. Erstmal bin ich jetzt gerade, ich nehme gerade mein Handy auf, also ihr seht das hier. Ihr müsst in die Einstellungen, dann Entwickleroptionen, dann geht ihr, bis ihr das findet, zu Android Debugging oder halt ADB über USB oder wie auch immer es bei euch heißt. Drückt hier auf an, bei mir jetzt an gerade. Dann wird wahrscheinlich noch eine Berechtigung gefragt vom PC. Das müsst ihr dann alles bestätigen. Das könnte auch erst gleich sein, dass es gefragt wird. Und jetzt sehen wir uns gleich beim Teil vom PC. Bis gleich. So, da sind wir wieder am PC. Und ich zeige euch jetzt kurz, wie man das jetzt ganz installiert. Also als erstes muss man sich den ADB-Treiber installieren, denn der ist nötig, um das Gerät erstmal mit dem PC zu verbinden. Über ADB halt, was ihr vorhin erlaubt habt. Da könnt ihr einfach Download nehmen. Google Drive, klappt. Die anderen sind down. Hier steht auch, dass wie man es installiert, mit einfach Yes. Die ganze Zeit alles mit Y bestätigen. Dann hast du die ganzen Treiber systemweit installiert. Wenn ihr das habt, das lade ich jetzt nicht runter, weil ich das schon habe. Einfach hier auf Google Drive. Wie langsam ist es denn gerade? Einfach runterladen, ausführen und dann habt ihr die ADB-Treiber. Das ist im Internet so langsam, weil ich gerade auf Steam was runterlade. Also dann hier. Das ist Minimal ADB in Fastboot. Das ist, damit ihr auf die Command-Line zugreifen könnt von dem Handy. Ladet ihr euch einfach hier runter. Das brauche ich eigentlich nicht. Das habe ich eigentlich schon runtergeladen. Aber da haben wir es eigentlich schon. Dann einfach draufklicken. Einfach installieren, einfach die ganze Zeit Next, da kommt keine Werbung mit auf dem PC, das ist ganz clean. Dann öffnet ihr Minimal ADB in Fastboot, das müsste hier irgendwo sein, genau. Und gebt ein ADB Shell Screen Record, da wo ihr speichern wollt, /SD-Card/Test. Ich mache jetzt einfach tutorial.mp4. Dann wird, wenn ihr jetzt Enter drückt, dann wird das Ganze abgeschickt und euer Screen wird recorded. Das seht ihr jetzt hier auch in meiner Testaufnahme. What? Dass mein Screen recorded wird, seht ihr hier. Ich breche jetzt meinen Screen Record ab, denn ich wollte euch noch eine Zusatzfunktion zeigen. Und zwar könnt ihr --- Bit minus Rate und dann zum Beispiel 8 Millionen und dann geht's los, weil die Bitrate, das sind dann Byte per Second, also 8 Millionen Bytes per Second und dann wird die nächste Datei, ich glaube ich überschreibe gerade die Datei, weil ich ja denselben Namen genommen habe, aber das macht jetzt nichts. Auf jeden Fall werde ich diese kleine Testaufnahme auch gleich noch reinschneiden. Wir sehen uns, like, gebt ein Abo für das Tutorial und ciao. Ah ja, mit Steuerung C könnt ihr das Ganze abbrechen. Wollte ich nur sagen. Ja, vielleicht ganz nützlich gewesen. Okay. Ciao.